Herzlich willkommen zu Antikhobby. Es soll weitergehen mit meiner Uhrenreihe, die ich im Moment mache. Heute für mich mal auch etwas Außergewöhnliches, kleines Highlight könnte man sagen. Ich habe hier soeben eine Drehpendeluhr erhalten, ausgeschrieben als Restaurationsobjekt mit einem, wie man bereits sehen kann, defekten Glassturz. Ich hatte den Betreffenden gebeten, obwohl der Glassturz bereits beschädigt ist, man sieht hier unsachgemäße Klebstellen und dergleichen, ihn doch bitte gut zu verpacken. Wurde nicht gemacht. Gut, sehr viel zusätzlich ist jetzt nicht kaputt gegangen, abgebrochen. Die meisten dieser Stellen, also hier ist gerade mal so ein kleines bisschen was rausgebrochen. Die anderen Stellen, wo was wirklich herausgegangen ist, das waren Stellen wie hier oder dort, wo also bereits Beschädigungen vorgelegen haben. Ist auch eigentlich nicht weiter dramatisch. So ein Glassturz, den kann man eigentlich relativ gut nachkaufen. Ist natürlich schön, wenn man den originalen Glassturz erhalten kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier jetzt einen neuen besorge für die Uhr oder ob ich nicht eventuell eine Möglichkeit finde, auch diesen Glassturz zu restaurieren. Da würde ich so ein kleines bisschen experimentieren. Man muss ja auch immer so ein bisschen versuchen, sich einem Problem anzunähern und findet möglicherweise auch wieder neue Methoden, sowas wieder instand zu setzen. Die meisten Restaurationen, oder wenn man das sagen, anders gesagt, bei Restaurationen wird es ja auch nicht so gewesen sein, dass man von vornherein davon ausgeht, dass jetzt ein Möbelstück oder was auch immer irgendwann mal kaputt geht. Da wird sich jemand hingesetzt haben, wird ein Problem vorliegen gehabt haben, Furnier, was vielleicht abgegangen ist, und wird sich dann im Endeffekt Gedanken gemacht haben, wie kann man hier die Originalsubstanz und das Originalerscheinungsbild, soweit wie es eben geht, wiederherstellen. Und dann ist man wohl auf den Gedanken gekommen, dass man vielleicht ein anderes Furnier einsetzt, was zumindest farblich einigermaßen passt. Und ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass Restaurationen immer auch ein bisschen zu tun haben mit Erfahrungen und wie setze ich bestimmte Dinge wieder zusammen. Und wie es nun mal so üblich ist bei jeder Art von Erfahrung, Erfahrungen kann man nur dann wirklich machen, wenn man es einfach ausprobiert. Alle Theorie und alle Überlegungen sind schön und gut, sind auch sehr wichtig. Ich habe ja auch einige andere Videos. Zurzeit restauriere ich ja auch einen schönen alten Barockschrank in einem parallelen Video, wo ich einfach auch mal versucht habe zu zeigen, wie man an so etwas, wie ich zumindest an sowas rangehe. Es gibt sicherlich verschiedene Methoden und wie man auch immer wieder ein bisschen experimentieren muss, sich Gedanken machen muss, wo man auch auf bestimmte Hindernisse stößt und wie man so ein bisschen sich rantasten muss an die Sache. Es gibt ja zu vielen Restaurationen bereits Videos, aber eben auch nicht zu allen. Und ich denke, und auch da kann ich wieder nur auf die sehr gut gemachten Videos von Lothar Gref verweisen. Ist wirklich einer der besten Kanäle, die ich kenne, und ich kann ihn auch immer nur wieder weiterempfehlen. Er hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, dass jeder Mensch Erfahrung macht. Dem kann ich mich absolut nur anschließen. Und es wäre schade, wenn man an einem bestimmten Punkt damit aufhören würde, weil man meint, jetzt alles schon zu wissen. Ich für meinen Teil habe noch keine Ahnung, wie man so einen Glassturz restaurieren kann. Ich habe einige Ideen, was man machen kann. Möglicherweise, ich will mal versuchen, ob man da nicht eventuell mit einem kleinen Brenner arbeiten kann, das Ganze wieder ansetzen kann. Müsste ja möglich sein, Glas punktuell wieder anzuschmelzen. Das ist ja hier mundgeblasen. Also von daher war das Glas von vornherein in einer sehr hochwertigen Silikatmischung, die Verformung ja auch möglich macht. Wie ich da nun vorgehe, weiß ich noch nicht. Mir schweben da so mehrere Ideen vor, erst einmal, welche dann umsetzbar sind. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich weiß es einfach nicht, ob es überhaupt gelingt. Vielleicht muss ich am Ende kapitulieren und sagen, das ist einfach mit den Möglichkeiten, die ich habe, nicht wiederherzustellen oder so kompliziert, so aufwendig, kriegt man nicht hin. Aber ich bin erstmal ein bisschen neugierig, etwas experimentierfreudig. Das behandle ich aber in einem separaten Video.
vielleicht nochmal schon mal zur Idee. Im Moment bin ich am Überlegen, ob ich die einzelnen Teile, das ist relativ vollständig, wieder ansetze und dann vielleicht hier mit einer kleinen Flamme reingehe, vielleicht ein bisschen Glas und Glasfluss reinsetze, dass man, es gibt ja so Glas in so Stäbchenform, und dass man dann das Ganze hier wieder ansetzt und am Ende auf einen Dremel eine Diamantscheibe aufsetzt und das Ganze dann wieder plan schleift. Das ist im Moment eine Möglichkeit, die ich mir überlege. Eine andere Möglichkeit, wenn man das nicht hinkriegt oder Teile fehlen, dass man hier wirklich einmal rumgeht mit einer Diamantscheibe und dann einfach nochmal so ein Teil zylindrisch wieder aufsetzt und dann eben wieder verbindet. Das weiß ich noch nicht. Das sind erstmal einfach Ideen. Aber wie gesagt, das kommt in einem separaten Video. Da muss ich ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Muße haben, mich mal ein bisschen einlesen, was es da gibt. Vielleicht hat jemand da schon eine Idee. Mir ist dergleichen im Moment noch nichts bekannt. Ich kenne immer nur wieder diese Hinweise, das mit Kunststoffen zu machen, halte ich überhaupt nichts von. Das muss auch besser gehen, da bin ich mir sicher. Werde ich jedenfalls in einem gesonderten Video behandeln. In diesem Video hier soll es jetzt erst einmal um die Restauration einer Drehpendeluhr gehen. Das ist eine schöne Gustav Becker, die wird so etwa aus der Zeit kurz vor 1900 stammen. Kann man an der Seriennummer auch wunderbar erkennen. Auffällig für mich, ich habe ja schon einige Gustav Becker Uhren, ich kann es nur noch mal betonen, ich mache mal sehr gerne ein bisschen Werbung für Gustav Becker, weil ich der Meinung bin, dass diese Uhren technisch wirklich einwandfrei sind, wenn es jetzt um Wanduhren geht, Regulatoren geht oder bestimmte Uhren aus dem 19. Jahrhundert geht, also klassische deutsche Uhren, dann wird immer wieder Lenzkirch genannt. Also Lenzkirch ist nicht schlecht, gar keine Frage. Aber ich kann sagen, Gustav Becker Uhren habe ich bestimmt 20 oder 30 Stück und ich habe auch schon einiges gesehen an Lenzkirch Uhren. Ich muss einfach sagen, wenn ich mir die Werke angucke, unterscheiden die sich eigentlich nicht groß. Also ich kann nur sagen, dass Gustav Becker Lenzkirch eigentlich qualitativ in nichts nachsteht. Die Werke sind gut verarbeitet, es sind auch ähnliche, wirklich gute Anker da drin verbaut. Ich sehe jetzt nicht, dass die Werke irgendwo komplizierter sein sollten. Natürlich gibt es immer wieder spezielle Jahresuhren. Sicherlich Lenzkirch hat mehr den Luxussektor bedient, während Gustav Becker eher die Alltagsuhren bedient hat. Macht für mich aber wieder den Reiz aus, weil das, was mich bei diesen Uhren ja fasziniert, ist ja die Langlebigkeit und die Qualität. Das ist dann auch ein bisschen der Grund, warum ich mir denke, naja, also Alltagsuhren werden sicherlich ganz anderen Bedingungen standhalten müssen. Jedenfalls kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass Gustav Becker Uhren den Lenzkirch Uhren in nichts nachstehen. Da habe ich also wirklich keine Erfahrung gemacht, die da groß etwas anderes sagt. Hier handelt es sich also um eine Drehpendeluhr oder Torsionsuhr. Das heißt, wenn man sich jetzt wirklich mal ein wenig das Werk anguckt, und ich hoffe, dass ich da mit der Kamera das einigermaßen einfangen kann. Wir mal so ein bisschen ranzoomen. Dann haben wir hier hinten erstmal ein ganz normales Gangwerk, wie man das ja auch kennt. Ich habe sowas ja auch schon mal vorgestellt, wie sowas zerlegt wird mit einem kleinen Graham-Anker. Wir auch üblich gewesen ist in der Zeit, also besonders bei besseren Werken, das ist ja schon ein Anker, der sich wesentlich genauer einstellen lässt. Das Besondere ist eigentlich dieser Abnehmer hier hinten, wo man ja normalerweise das Pendel vermuten würde. Ich hoffe, dass die Kamera das noch einfängt. Dann haben wir hier hinten hinter so einem Blech so eine Stahlfeder, fast wie ein Stahlfaden, wo unten dann dieses Gewicht hier angehängt wird. Und dann durch Torsionsbewegungen, also Verdrillen des Stahlfadens, wir über den Stahlfaden, jetzt ist er abgefallen, macht aber nichts, wird noch eingeklemmt.
wir also eine Kraftübertragung haben, also entlang diesem Stahlfaden, der hier unten ist, haben wir eine Kraftübertragung hier oben. Auch so ein Abnehmer, der dann quasi die Hemmung freigibt. Und man kann hier oben eben auch die Kraft einstellen, wie weit das Ganze ausgerichtet wird. Hier oben fehlt auch noch eine Stellschraube. Das ist, wie gesagt, für mich das erste Mal, dass ich so eine Uhr jetzt hier restauriere. Ist eine ganz interessante Sache, diese Technik. Man muss natürlich auch bedenken, dass das hier wirklich ein Werk ist, was auch kein Schlagwerk hat. Liegt auch unter anderem daran, dass die Kraftübertragung gar nicht ausreicht. Man merkt auch schon im Vergleich zu normalen Wanduhren, die ganzen Teile sind wesentlich filigraner. Das erinnert mehr an eine Pendüle. Hier wird also wirklich mit nur sehr, sehr, sehr wenig Kraft gearbeitet. Und das gilt jetzt erst einmal. Wenn man sich das Werk jetzt mal anguckt, sieht eigentlich nicht so schlimm aus, aber selbst wenn man das jetzt hier alles freilegt, so ganz von selber läuft sie nicht. Werden also stark verharzt sein, die Lager, obwohl die Feder hier voll aufgezogen ist. Also das ist definitiv etwas, wo man was machen muss. Bei einer voll aufgezogenen Feder und wenn man so wenig Kraftübertragung bekommt, dann müssen die Lager wirklich stark verharzt sein. Ich habe weitere Beschädigungen bisher nicht feststellen können. Der Glasdom hat wohl das Schlimmste eigentlich abgehalten. Wenn man jetzt sich überlegt, wie die Platine aussieht und wie hier der Fuß aussieht, da kann ich auch mal rauffahren. Dann kann man sich ja überlegen, was diese Uhr so mit der Zeit mitgemacht hat. Hier ist also wesentlich mehr Kratzer drauf. Die ganze Oberfläche ist etwas mehr angegriffen. Wer weiß, vielleicht hat sie auch in dem einen oder anderen Keller gestanden. Ein paar Jahrzehnte. Lässt sich also jetzt schlecht rekonstruieren, was da genau mit passiert ist. Ich gehe hier erstmal wieder wie folgt vor. Hier muss ich mich auch selber ein bisschen rantasten. Ich habe es mit solchen Uhren bisher noch nicht zu tun gehabt. Ist eine bisschen andere Technik. Ich erwarte also, dass man hier wirklich mit wesentlich kleineren Kräften agieren muss. Also man muss hier darauf achten, dass die Lager vermutlich sehr gut gereinigt werden, weil kleinste Schmutzpartikel das ganze Uhrwerk schon zum Stillstand bringen werden. Da gehe ich im Moment von aus. Wird eine spannende Sache. Ich fange natürlich wieder genauso an, wie ich das bisher bei allen Uhrwerken gemacht habe, bei der normalen Überholung. Da kriegt man auch mal so ein bisschen Einblick in die Technik. Das erste, was jetzt ansteht, ist natürlich wieder das Uhrwerk fachgerecht zu zerlegen und erst einmal sämtliche Teile zu reinigen. Wobei wir natürlich wieder mit einer Lösung arbeiten, mit dem Elmer 1:9. Ich habe hier noch einen Rest, ist noch nicht sehr gesättigt, kann man also noch verwenden. Sehr viel an Verunreinigung ist nicht zu erwarten, deswegen dürfte das hier auch noch genügen auf jeden Fall. Natürlich, wie immer, wir reinigen hier wirklich nur die Messingteile und nicht die Stahlteile, die gehören nicht in die Lösung. Dann kann man sich die Feder mal angucken, ob alles in Ordnung ist. Muss natürlich alles entspannt werden. Das, was jetzt erstmal ansteht, ist so ein bisschen so Schema F, wie ich das in anderen Videos auch schon gezeigt habe. Wir zerlegen das Werk. Es hilft natürlich hier wieder, das ein oder andere Foto zu machen, wobei natürlich dieses mittlere Werk, das ist nicht kompliziert. Komplizierter wird es schon hier oben. Da muss man vielleicht schon gucken, was jetzt genau wohin gehört. Aber der Rest ist, denke ich, nicht allzu kompliziert aufgebaut. Es gibt auch in einigen älteren Uhrenbüchern wunderbare Pläne manchmal,
Weil es ja immer wieder die Frage ist, ja gut, mit Fotos zu arbeiten und so weiter und so fort, ist das. Es ist natürlich so, dass es. Ich habe noch keine Seite gefunden, wo man jetzt wirklich zu allen Uhrenmodellen auch immer Pläne findet. Aber tatsächlich in gut gemachten Uhrmacherbüchern und Handbüchern haben wir tatsächlich auch teilweise Grundrisse, wie solche Werke grundsätzlich aufgebaut sind. Da kann man halt schon mal schauen, dass man am Ende die Konstruktion eben auch wieder zusammenkriegt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier finde. Das ist dann doch eine ganz praktische Sache. Ich arbeite ja eigentlich im Moment gerne damit, Bilder zu machen, Fotos zu machen. Viele Teile erklären sich ja auch von selbst, wo sie denn jetzt genau hingehören. Aber das ist eben nicht immer so. Hier haben wir zum Beispiel ein wunderbares Beispiel für ein Wiener Werk. Ich habe ja eine ähnliche Uhr auch in Restaurationen. Das Video, ich weiß nicht, wenn es noch nicht hochgeladen ist, dann wird es demnächst hochgeladen, je nachdem, wann ich dieses Video hier veröffentliche. Da taucht dann ein ähnliches Werk auf. Trotzdem kann es nicht schaden, dann wissen wir, welches Teil wohin gehört. Es gibt halt, wie gesagt, vielleicht mache ich auch noch mal ein extra Video zu Literatur. Es gibt schon sehr gute Literatur teilweise, aber leider ist vieles verloren gegangen. Allzu viele Uhrmacher gibt es ja nun nicht mehr und da muss man dann so, sich so ein bisschen vortasten. Aber wenn man ein bisschen Gefühl dafür entwickelt und mit einem gesunden Menschenverstand, sind zumindest die einfachen Arbeiten auch ohne Probleme von jedem selber zu erledigen. Man muss halt immer nur aufpassen, das sind natürlich Filigranteile, da darf man nicht mit roher Gewalt rangehen oder dergleichen. Aber ich glaube, das erklärt sich von selber. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. Die Uhr wird zerlegt und erst einmal wieder sortiert in Teile, die gereinigt werden, weil sie aus Messing bestehen und Teile mit Stahlanteil oder die komplett aus Stahl bestehen. Das reinigen wir natürlich anders. Auf zum Kampf. Kampf ist doch vielleicht eine bisschen sehr pessimistische Perspektive. Eigentlich geht das in der Regel doch ganz gut. Solche Uhren zu zerlegen. Die eigentliche Herausforderung wird wahrscheinlich sein, das Ganze einzustellen. Ich habe ja bisher mit solchen Werken noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich lege mir natürlich wieder so ein paar kleine Schalen zurecht, wo ich die einzelnen Teile dann einsortiere. Und dann kann man eigentlich auch schon anfangen. Es ist vielleicht am einfachsten, erstmal hier beim Ziffernblatt anzufangen. Hier ist hier wieder so ein, ist hier wieder verriegelt. Bisschen Licht vielleicht nochmal machen. Schon ein bisschen gelöst, muss man dann später wieder feststecken. Jetzt haben wir es ein bisschen zu groß. Versuchen wir es mal mit einer kleineren. Ja, das muss ich anders machen. Da komme ich so nicht ran. Sortiere natürlich wieder. Hier in dem Fall kleine Bolzen.
Glassplitter, Glasdom. Das ist natürlich auch mal wieder so eine Sache, das sieht man auch nicht sofort. Wie gesagt, das behandle ich in einem gesonderten Video. Mal sehen, wie weit sich das überhaupt umsetzen lässt. Das sehen wir dann. Also ich sortiere so ein bisschen, wenn ich jetzt hier anfange, Teile auseinanderzunehmen. Zeiger sehen eigentlich auch noch recht original aus. Also das sind hier schon die Momente, da macht man ja nicht groß irgendwie Fotos oder so. Das ist eigentlich, das kriegt man eigentlich auch so mal ganz gut hin. Super kompliziert ist das Ganze dann doch nicht. Das gesamte Werk heraus. Das ist hier unten aufgeschraubt. Natürlich ein bisschen angenehmer gewesen, das Zifferblatt erstmal abzunehmen und dann so abschrauben zu können. Aber na gut, das wird auch so gehen. Ganze mal an. Die sind hier gesteckt. Da ist, wenn man das erkennen kann, hier ist der Bolzen raus. Die sind allerdings nur verpresst. Das müsste man dann wieder aufstecken. Und hier unten ist er noch gesichert. Und hier ist er noch gesichert. Die muss ich jetzt wieder entfernen, sind ja konisch, so vorsichtig wie es eben geht, ohne groß was zu beschädigen, aber das geht ja eigentlich ganz gut. Packen wir mit in den Behälter, der für das Ziffernblatt ist, dann weiß ich, dass das also zum Ziffernblatt auch gehört. Und jetzt müsste man eigentlich das Ganze hier gut abnehmen können. Dieses Teil muss hier natürlich wieder aufgesteckt werden. Das mache ich dann aber später. Wie man auch erkennen kann, ist die Oberfläche hier wesentlich heller, wesentlich glänzender, als das hier hinten der Fall ist. Vermutlich wurde das Ziffernblatt eigentlich nie groß abgenommen. Und hat deswegen auch weit weniger Patina angesetzt. Man sieht hier auch kaum Kratzspuren. Hier hinten schon deutlich mehr. Allgemein ist der Zustand relativ gut, ist natürlich klar. Die ganze Uhr wurde immer in einem, zumindest die überwiegende Zeit, in einem Glasdom gehalten. Wobei man trotzdem schon sehen kann, Staubreste, wenn man jetzt genau hinguckt. Wird also die letzten paar Jahre dann eher freigestanden haben. Den können wir jetzt hier auch noch rausnehmen. Den müssen wir dann später wieder aufstecken. Je nachdem, wie stark die Beschädigung ist, zum Not müsste den sogar auflöten. Das kann man sich später angucken. Und natürlich, weil diese Zahnräder hier für das Minuten- und das Stundenwerk auch zum vorderen Teil gehören, packe ich die auch in die entsprechende Schale. Dann ist man am Ende immer so ein bisschen auf der sicheren Seite, wo was genau hingehört.
glaube, der ist hier auch. Da ist ein Querbolzen drin. Den sieht man kaum. Ach, jetzt sehe ich das. Der wurde hier so drumherum gelegt. Also war wohl doch mal jemand am Ziffernblatt dran. Offensichtlich mehr gewaltsam als alles andere. Das muss natürlich wieder so ein bisschen aufgebogen werden, bevor ich dann daran kann. Jetzt müsste ich daran kommen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das Teil jetzt genau im Weg ist. Aber der geht schon von selber raus, sehe ich. Fast zumindest. Entfernen können. Na, ist verrutscht. Jetzt. Ist doch immer wieder abenteuerlich, wie man sieht, wie manchmal Teile hier mehr gewaltsam als alles andere aufgesteckt werden. Gut, dann können wir weitermachen. Ich würde als nächstes vielleicht erst einmal dieses Teil hier entfernen. Würde die Teile jetzt gesondert anpacken, die für den hinteren Bereich sind. Auch den Torsionsdraht. Sitzt aber noch ganz gut. Ja, ich würde vielleicht jetzt erst einmal anfangen, die Feder hier zu entspannen. Wie bereits in älteren Videos gezeigt, ist das immer wieder so ein bisschen abenteuerlich oder kann abenteuerlich sein. Ich brauche natürlich einen entsprechenden Schlüssel. Ist natürlich hier auch voll aufgespannt, also so wie es eigentlich nicht gemacht werden sollte. Wieder festhalten, dass er nicht verrutscht. Und jetzt kann ich anfangen, zunächst diese Stahlfeder hier herauszunehmen
und dann am Ende diese Schraube etwas zu lösen und diese Verriegelung etwas hochzudrücken. Da muss man natürlich aufpassen, weil da natürlich einiges an Kraft drauf ist. Schritte, die ich jetzt hier zeige, unterscheiden sich eigentlich nicht wesentlich von den anderen Uhrenvideos, die ich bisher online gestellt habe. Im Grunde ist es doch immer wieder dasselbe, wenn man ein Werk zerlegt. Hier gibt es jetzt auch keine größeren Besonderheiten. Was so technische Raffinessen betrifft. Es ist also eigentlich nicht so viel Spannendes zu berichten. Außer natürlich, dass wir jetzt hier diese Torsionsfeder haben. Spannender Moment. Ich versuche so gut wie möglich alles festzuhalten. Es ist ja doch einiges an Druck drauf. Ja, das merkt man sofort. Oh doch, die ist voll aufgezogen. So transportiert man eine Uhr definitiv nicht. Jetzt kann man damit arbeiten, auch wenn Uhren transportiert werden. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal in einem früheren Video erwähnt. Und ich habe auch letztens mal eine Frage dazu gehabt. Die Frage, wie weit man so ein Uhrwerk aufziehen muss. Muss ich es wirklich voll aufziehen? Es gibt ja mehrere Arten, wie Antriebe von Uhren funktionieren. Unter anderem Gewichtsantriebe, hier Federdruckantriebe und noch einige andere. Der Sinn ist ja eine möglichst gleichmäßige Kraftübertragung. Bei älteren Uhren, vor allem aus dem 18. Jahrhundert und auch bis ins 19. Jahrhundert hinein, wurde das Ganze häufig mit einem Kettenantrieb gemacht. Da gab es auch eine Zugfeder und dann wurde das Ganze über eine Kette übertragen. Da wurde die Kette von der einen Welle auf die andere aufgezogen, sogar konisch. Konisch ist klar. Dann würde sich der Durchmesser halt über die gesamte Länge der Welle verändern, je nachdem, wie weit die Kraft schon abgespult ist, wie weit die Feder oder wie weit fortgeschritten, also im Prinzip der Ablauf dieser Uhr ist. Was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, ein Uhrwerk funktioniert dann sehr gut, wenn die Kraftübertragung möglichst gleichmäßig ist. Was bedeutet, nein, man muss ein Werk nicht immer voll bis zum Anschlag aufziehen. Ganz im Gegenteil, das kann sogar schaden, weil wir hier drin eine Stahlfeder haben, in dieser Trommel, die sich durchaus auch verkeilen kann, die reißen kann. Ist ja ein sehr sprödes Material. Es ist also absolut nicht nötig, hier mit einem vollen Aufzug vorzugehen. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel letztendlich an Kraft draufkommt. Ein gewisser Druck ist klar, aber man merkt schon, wenn die Kraft zunimmt, dann ist ja die Feder im Grunde so gut wie gespannt, voll gespannt. Das reicht in aller Regel. Also man muss absolut nicht das Ganze voll aufziehen. Das muss nicht sein. Wie man hier auch erkennen kann, sehen wir eine Menge an Beschädigungen. Offensichtlich hat jemand keinen Schlüssel zur Verfügung gehabt und hat dann angefangen, hier mit der Zange gewaltsam das Werk aufzuziehen.
Wahrscheinlich sind die ganzen Lager verharzt. Also dachte der gute Mensch eben, gut, noch ein bisschen mehr drauf. Eigentlich kann man hier von Glück reden, dass die Feder nicht gebrochen ist. Ich habe es ja auch gemerkt, gerade war voll aufgezogen. Gerade diese Torsionsuhren arbeiten mit sehr wenig Kraftübertragung. Deswegen haben sie auch kein Schlagwerk. Das würde einfach die Kraft gar nicht hergeben. Eigentlich kann man hier wirklich von Glück reden, dass nicht mehr Schaden entstanden ist. Und dann kann man jetzt eigentlich weitermachen. Am schlimmsten ist es eigentlich, wenn die Schrauben hier völlig beschädigt sind. Das sind eigentlich immer so die schlimmsten Schäden. Weil dann hat man irgendwann kaum noch eine Chance, da richtig ranzukommen. Muss man auch hier wieder aufpassen, dass man mit der scharfen Spitze nicht abrutscht und dann eventuell in die Platine haut. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Hier wurde auch wieder unnötigerweise voll geölt. Habe ich auch schon mal in einem früheren Video erklärt, absolut nicht nötig. Jetzt können wir dazu übergehen, eigentlich den Teil hier abzuschrauben. Ich würde das hier erstmal im Stück lassen. Muss ich immer so ein bisschen die Konstruktion angucken und das kann man dann gesondert zerlegen. Das ist total fest. Natürlich jetzt aufpassen, dass er mir hier nicht komplett rausrutscht. Schrauben. Die lasse ich natürlich gleich bei dem Teil. So. Und den Rest jetzt hier zu zerlegen ist wirklich Standard, wie in den anderen Videos auch schon gezeigt. Im Zweifelsfall, ich meine, das ist ein recht einfaches Werk. Zur Not macht man halt mit dem Handy vielleicht ein paar Fotos, guckt sich dann halt an, wo welches Teil genau hingehört, aber hier haben wir nur ein Gangwerk. Das ist wirklich nicht sonderlich kompliziert. Und wenn man alles einigermaßen richtig gemacht hat, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Immerhin, ich kann keine größeren Beschädigungen erkennen. Die Zahnräder sehen auch noch relativ gut aus. Hier. Ich denke, das liegt vor allem an diesem Glasdeckel. Auch hier haben wir zwar eine gewisse Patinierung, aber weniger Schmutz, als man das allgemein so gewöhnt ist. Bei verhältnismäßig alten Uhren. Anker, das sieht auch noch gut aus. Schöner Graham Anker. Also schon eine bessere und wesentlich genauere Hemmung. Die Wellen sehen auch noch gut aus. Das ist wirklich jetzt
zerlegen. Die Triebräder sind hier etwas verklebt. Das könnte erklären, warum die Uhr stehen bleibt. Sieht hier eigentlich auch noch alles ganz gut aus. Wie man auch hier sehen kann, an diesen Stellen, an diesen Einkerbungen und Dellen, ist sicherlich irgendwann mal jemand an das Federgehäuse gegangen. Vielleicht war die Feder auch mal gebrochen oder so. Jedenfalls wurde das Ganze hier wirklich mit Gewalt wieder geschlossen, vermutlich aufgehämmert. Macht man so natürlich nicht. Aber sonst sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Kann man sich natürlich jetzt überlegen, wie man hier vorgeht, ob man diese ganzen Spuren hier rausschleift. Ich versuche immer so viel Originalsubstanz wie möglich zu erhalten. Auch bei solchen Beschädigungen hier, da ist immer die Frage, wie macht man das jetzt? Schleift man das raus? Lässt man das so? Kann man natürlich auch machen und dann gucken, ob nicht eventuell ein etwas kleinerer Schlüssel vielleicht später mal passt. Muss man natürlich mal gucken. Eigentlich mache ich das nicht so gerne, weil das natürlich auch immer wieder ein Eingriff ist. Jetzt können wir langsam dazu übergehen, uns mal dieses Teil hier genau anzuschauen. Das ist hier nur eingehängt, glaube ich. Diese Schraube, diese Stellschraube, die müsste man sich noch mal besorgen oder anfertigen. Ansonsten würde es auch Sinn machen, zumindest den Zeiger und das Teil hier jeweils zu zerlegen und zu reinigen. Wie gesagt, nur mit Messingteilen, Teile aus Stahl, absolut nicht. Das lässt man besser. Da hat man nur Ärger mit.